Sauber. Gut, jetzt müssen wir zur Eisenackfeste, was mir natürlich persönlich am besten gut stimmt. So, naja, ist ja egal. Was mich am meisten freut, das ist gut. Jawohl. Können wir nämlich wieder schön verkaufen und alles Mögliche. Schildschwester. Ja? Ja, jetzt gehen wir aber erstmal. Nee, machen wir noch nicht zuerst. Wir gehen erst rechts rum. Und dann hinterher werden wir noch den Fluch loswerden. Ja, das ist mega wichtig. Kriegsgeweihte? Oh, ja. Ja, das bin ich. Ich bin eine Eidklinge. Mhm. So, für Dünnwell. Habt ihr den Meister Talk? Ja. Dann lasst uns beginnen. Herren von Eisen und Feuer, es tut gut, wieder an der Schmiede zu stehen. Rüstet euch. Na dann, warte, bis er fertig ist. Gut, in der Zeit... Was braucht ihr? Ach so, nee, Quatsch. Ich werde... Kriegsgeweihte? Er ist schon fertig. Seht her, Haldebiers Klinge stabil und vollständig. Da ihr das erst ermöglicht habt, bestehe ich darauf, dass ihr sie nehmt. Eine Heldin verdient das Schwert eines Helden. Wenn ihr mit der Gafferei fertig seid, würde ich gern die Ausbildung meines ungeschickten und tölpelhaften Schülers fortsetzen. Na super, aber was meint ihr denn von Garfrosch? Der Junge ist so grün hinter den Ohren wie ein frischer Grashalm. Aber er hat ein gutes Auge und einen starken Arm. Er lernt es schon noch. Na, dann bin ich ja gut. Finde ich das gut. Und die Schmiedekunst? Ich hatte mir geschworen, nie wieder einen Lehrling anzunehmen. Aber für euch und Gavroch hier würde ich eine Ausnahme machen. Gut, und Ausbildung? Nee, war klar. Schade. Na gut. Jetzt lass mich mal daran, weil ich muss hier einiges zerlegen. Ja, Schakrams. 62er. Ich habe so viele 62er. 159 blau. Meisterhafter. Ja, 89, naja, gut. 100 M. Oh, gut, dass ich das gemacht habe, ja. Nein. Nein, auch nicht. Feinklingen auch nicht. Schuhe der Flut, ja. Naja, es ist schon. Mit Magie. Lassen wir die mal. Ja, lassen wir die mal. So, zack. So, was komm mal her, ihr? Ja. Verkaufen. Sämtliche Plunder. Tschüss. 53. Verkaufen. Was habe ich denn? Haldebierts Klinge. Was kann die denn so gut? 15 und 20 Blutungsschaden. Durchbruchschaum, plötzlich denken. Ist jetzt nicht mein Ding. Nee, nicht wirklich. Plus mehr. Dich. Ich weiß aber. Nö. Nicht wirklich. Einer auf Machtfähigkeit und hat zwar 117, aber Schuss. Nee. Wenn ich jetzt ehrlich mal bin, dann nö. Des Erzwar. Achso, Gladiator. Achso, Schaden. Kräftigen darin. Okay. Nee, das war's. Gut. Es gibt nichts Schlimmeres als Sand in der Rüstung. Ach, ehrlich, ja, das scheuert schön, ne? Kann übel sein im Schritt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist dann wie so ein Reibeisen. Oh ja. Nicht gut. Nicht wirklich. So, mach mal hin. Ich brauche hier Heilung. Halte die Heilung war darin. Ja, richtig. Genau. Jetzt kaufen. So, du Ach, bist hier der... Was habt ihr denn heute für den alten Heiler Fargil? Einen hübschen Spinnenbiss? Eine durchstochene Lunge vielleicht? Nicht wirklich. Erzähl mal, wie du zu der Eisenhakfeste kommst. Hier ist es wundervoll. Sie kommen mit wirklich bemerkenswerten Beschwerden zu mir. Okay. Und wo kommst du her und wie bist du hier gelandet? Ich habe von den Koryphäen Adessas gelernt, war aber schon immer mehr an der praktischen Seite der Kunst der Medizin interessiert.
Aha. Und die Heilung selber? Man könnte in ganz Amalur keinen besseren Ort finden, um diese Kunst auszuüben. Es gibt dort draußen mehr giftige und gefährliche Dinge, als ihr euch vorstellen könnt. Obwohl ich zugeben muss, dass Chlurikon uns in Bezug auf Krankheiten übertreffen könnte. Naja, gut, okay. Und Adessa? Wart ihr da vorher? Wart ihr jemals dort? Es liegt einige Meilen östlich von hier. Eine atemberaubende Stadt. Voller großer Denker, wenn man so will. Mhm. Gut. Und das Chlurikon? Ich würde es so gerne einmal besuchen. Allein die Krankheiten, die sie dort drüben haben. Aber vielleicht ist es ja eines Tages sicher genug, um dorthin zu reisen. Naja gut, aber jetzt mach erstmal heile, heile bei mir. Danke, hast du noch irgendwas? Die Spinnen, genau. Erzähl mal, wo die sind. Ich brauch noch was. Sie sind wundervolle Geschöpfe, gut. Die Alchemisten der Natur. Mhm. Sie stellen Gifte, Seide, Miasmen und was weiß ich noch alles her. Na gut, dann würde ich sagen, mal tschüss. Wieder vorbei. Ja, Immunität gegen Flüche. So, jetzt nehmen wir Quest. Spinnensaison. Da will ich jetzt hin. Ja. Spinnensaison. Tada-di-da-da. Jetzt weiß ich nicht, aber das wird keine Quest sein. Das wird wahrscheinlich so sein, dass ich hier die Spinnen so unterwegs dann nehme. Ja. So, jetzt habe ich die Quest angenommen, wie man Feinde macht. Ganz genau. Die nehmen wir jetzt an und ja, ich hoffe, die führt uns so weit durch die Lande, dass ich hier auch schön Spinnen unterwegs treffe. Weil das wäre richtig gut. Ja, ich muss nach oben. Da hinten, das sieht gut aus. Ja. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier nach oben komme. Das wird da sein. Warte mal. Aber da ist der. Oh, guck mal. Oh, ja, ja, ja. Alter, was mache ich hier? Nein. Version. Ach so. Oh, was haben wir denn hier? Status. Oh, Status-Effekt-Dauer. Oh. Darauf würde ich sogar... Ja, die ist zwar weniger, aber dann ja, fällt mir 20%. Das ist schon ziemlich krass. Ja, aber der ist... Oh. Status-Effekt-Dauer. Ja. Komm, nehmen wir den mal. Ja. Ich nehme den jetzt einfach mal. Oh, er ist schon abgehangen hier. Feinklingen-Exekution. So, also eine Spinne fehlt mir noch. Eine einzige. An jenem Tag erwachte der Baumeister und fand seine Gabe vertrocknet. Den Quell seiner Macht tot wie Staub. Bald hörte er das erste Flüstern. Die erste Erwähnung Sterblicher. Aha. Gut. Halt, wo bin ich jetzt hier richtig? Anscheinend nicht. Moment, ich muss wieder zurück. Und dann nach rechts. Ja. Mit. Auf jeden Fall. Na, dann kommt mal her. Der Knaller. Oh.
habe auch, wo ich selber durchgeguckt habe, ich habe sogar was vergessen, wo ich daneben stand. Ja. Absolut. Ja. Na gut, dann jetzt Minen. Tränensplint. Nein, jetzt geht's hier rund. Ja. Totemclown. Ja, ja. Zähl dich nicht so. Das geht ganz schnell dann. Ja, ist wirklich alt. Nee. Ja, hier drin gewesen sein kann ich noch nicht. Nee, sonst wären alle leer. Oh, Giftscherbe. Aber eine trübe ist aber nicht schlimm. Ja. Oh. So funktioniert das ganz gut. Nee, hier ist nichts. Auf achten. Weil wenn er die Truhen schon nicht angezeigt hat, wer weiß, was er noch nicht anzeigt. Aber eigentlich müsste das ja normalerweise alles... Ah! Nein. Komm, geh durch. Wir haben keine Zeit. Wir müssen viel machen. Ja. Sehr leicht, dann ist das gut. Oh, Stahlvorhang. Was ist hier? Bin ich hier richtig? Ja. Guck mal, ich bin schon an einem vorbeigelaufen. Ja. Ich muss zurück. Nee. Moment, jetzt will ich erstmal gucken. Hier lang. Hm. Hallo? Jetzt richtig? Ja, jetzt bin ich richtig. Oh, Ratten. Ratten. Rum. Schön wegnehmen. Gerstotak. Meine Güte, ne. Motus Bergbauanalyse. Das klingt nach was Interessantem. Motus Bergbauanalyse. Drei mögliche Adern in der Gegend. Schwierigkeit des Erzabbaus schlecht einzuschätzen. Aufgrund überwältigender Anwesenheit von Jotun, Kriegsgeweihtenfeste könnte feindselige Elemente befrieden. Würde aber zusätzliche Gelder von Motus erfordern, möglicherweise sogar Dauerbezahlung auf Abruf. Nicht kosteneffektiv. Tja. Das ist dann unübel. Nicht unübel. Wirklich übel. Für Motus. Tja, irgendwann. Wasser. So, was ist da? Wasser, 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 Wasser. Da sind Schätze. Also lohnt sich das auch schon ins Wasser halt. Ins Wasser zu gehen. Motusberichte 4. Also jetzt geht's hier ab mit den Berichten, ne? Ja, anscheinend. Da. Qualität gut. Produktion der Städte im letzten Monat überprüft. Erfolgreich abgetragenes Roherz mit für die Abtragung benötigten Felsen verglichen. Ertrag im Allgemeinen ein Teilerz auf 10 Teile Ausschuss. Das Verhältnis spricht für sich selbst. Die Mineralien springen förmlich aus den Felsen. Na ja, gut, wenn die das sagen, dann ist das ja prima. Ja, diese Sachen alle, die sind ja nicht mehr alt. Trübe Schutzscherbe. Ja. Aber hier bin ich richtig. Ja, anscheinend. Ja.
ganz rund, eine Dame mit Sprengschürze zu schmeißen. Aha. Da ist noch einer. Was kann ich sagen? Stolz, Mittel. Wow, das war jetzt Glück. Ich habe jetzt einfach drauf gehalten. Lunalas Stiefel. Na also. Das müsste das doch jetzt sein, oder? Oder irre ich nicht weiter? Nee, Lachlands, ich vertue mich da immer mit. Ja. Absolut. Lachlands und Lunalas. Ja, gut. Jetzt haben wir hier noch. Was? Wo haben wir denn? Ach, da. Schade. Und das Totem? Danke. So, jetzt müssen wir hier raus. Ui. Nein, nein. Du bleibst da. Jetzt hat den ganzen Kobold am Arsch. Ey. Hervorragend. Siehst du, was habe ich gesagt? Schicksal am Arsch. Wow, ja, das müsste reichen. Ja. Na, kotzt du noch was aus? Jawohl. Nee. Reicht doch nicht. Ysas Atem. Sehr gut. Meine Güte, bin ich hier drin? Leicht. Was? Kann ja auch nicht sein. Da bricht mir tatsächlich einer ab. Das ist nicht so schön. Nö. Eureka. Ja. Ja gut, die haben wir hier geklärt und jetzt müssen wir, weiß ich nicht, irgendwie müssen wir doch jetzt noch zu den Jotun oder so, ne? Oder nicht? Oder doch? Ich glaube ja. Weil das müssen wir da hinstellen, damit die sich alle zusammen, damit alle hier zusammenkommen. Wir denn noch? Hallo? Aua! Ja. So, jetzt müssen wir ab nach unten. Komm, eine Spinne brauche ich noch, Leute. Eine einzige. Eine Spinne. Können wir nicht noch irgendwo eine abgreifen? Da bei den ganzen Netzen? Können wir nicht noch hier irgendwo eine abgreifen? Ich muss nach oben. Ich weiß ja nicht, ob der Weg jetzt richtig ist, aber scheiße. Eine einzige. Ah, da sind sie doch. Ich wollte eine. Wo sind die denn? Nein, nein. Sonst kaste die im Inventar und dann habe ich ein Problem. Ja. So, und das muss ich nicht haben. Absolut nicht. So, was? Spinnensaison? Das will ich doch jetzt gar nicht. Mann. Ach. Quests los. Man feiert. Ja, doch. Okay. Dann ist es richtig. Gut. Ja, ja, Belohnung einfordern. Das werden wir noch früh genug machen. Jetzt müssen wir erstmal zu dem Onkel hin und ihm Bescheid sagen, dass alles Roger ist. Mal gucken, was wir jetzt noch machen müssen. Das... Ah, ihr habt das Totem. Gut.
Wir haben für Feindschaft gesorgt. Nun müssen wir die Gegenseite ebenso aufstacheln. Na, tötet die drei Jotunhäuptlinge, die als Ragnars Auserwählte bekannt sind. Ihr Tod wird den Ragnar mehr erzürnen als alles andere. Platziert danach in der Brust jedes Auserwählten einen dieser Kobolddolche. Das müsste ausreichen. Er ist ja echt nicht schlecht. Wo finde ich die denn? Sie halten sich bei den Jotun auf den Anhöhen auf und verbreiten das Wort ihres Ragnars. Vergesst nicht, in die Brust der Leiche eines jeden von ihnen einen Kobolddolch zu stecken. Das ist entscheidend. Na super. Seht, es beginnt. Was? Es beginnt im Moment noch gar nichts. So, warte mal. Ja, jetzt muss ich echt gucken. Ja, ich muss Tatsache. Moment. Wenn ich jetzt nach rechts gehe. Und da hinten hoch, ne? Nee. Oder Moment. Doch, ich muss einmal, genau, ich muss einmal um den ganzen Rotz rum. Ja, richtig. Was hat denn? Gar nichts. Na gut, halt. Nee. Ich muss hier. Sag mal. Ich muss doch hierher. Auch her, um zu den Idioten rüber zu hoch zu kommen. Ja, sehr. Da hinten habe ich die Blumen geholt. Ja, da sind sie doch schon. So. Hi, du Kasper. Komm mal her, ja. So. Ja, Moment. Zack. Dem auch so ein Ding reinpacken? Nö. Ach, die nur in diesen, wo. Au! Ja, das wirbelt ganz schön, ne? So, hier muss ein Dolch rein. Aha. Hallo? Ja, habe ich erledigt. Ja, jetzt, jetzt zählt er mit. Alles klar. Und jetzt muss ich die beiden Piepmetze da hinten noch schlanken. Zwei? Na super. Oh. So, jetzt noch der eine Heini da hinten. Au! Das hört sich aber stark. Das war vorhin noch nicht, oder ich war vorhin hier noch nicht. Mist.
zog Ysa den Talisman des Schicksals hervor und betrat die Marschen, die triste Arena, ein Ort des Lebens und des Todes. Die Winde trugen die Lieder der Sterbenden mit sich. Der Sumpf saugte die Knochen von Armeen unter den Schlick. Der Nebel schützte die Augen eurer Ahnen vor den Schrecken, als die zwei Armeen aufeinanderprallten. Ja, die Geschichten, die finde ich einfach, finde ich richtig faszinierend. Ich muss nach oben. Wieso muss ich... Moment. Und jetzt muss ich nach links. Hä? Wieso muss ich hier hoch? Nein. Nee. Da muss ich nicht hin, ne? Nein, da komme ich zu so einer Höhle. Nein. Und jetzt muss ich einfach nach links. Ist das jetzt richtig? Ja, jetzt bin ich richtig. Und dann wieder links. Ja, alles richtig. Aber da hinten steht das Totem. Ja. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ja. Aber eins muss ich jetzt leider sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge erst diesen Kampf an. Ja. Gut. Ach, weißt du was? Komm. Je nachdem, wie lange das jetzt... So. Zack. Komm, ich bin jetzt schon wieder 2 Minuten drüber. Ja. Ist doch schon der Hammer. Ah, nee, jetzt muss ich mich auch noch mit dem unterhalten. Und wie ihr seht, fügt sich alles wunderbar ineinander. Die Kobolde werden kommen und sich ihr Totem holen. Und dieser neue Ragnar wird eine Gelegenheit sehen, die er nicht ignorieren kann. Und eine Schlacht, bei der er einen Sieg für möglich hält. Natürlich wird weder er noch sonst jemand überleben. Das Clan-Totem? Die Kobolde werden bis zum Tod kämpfen, um es zurückzuholen. Für die Jotun ist es nicht mehr als ein Banner. Aber ein Banner auf ihrem Gebiet ist eine Herausforderung. Und Jotun sind stolze Kreaturen. Mhm. Keiner wird überleben, da seid ihr euch sicher? Nun, vielleicht sieht es kurzfristig so aus, als gäbe es einen Sieger. Aber am Ende werde ich der einzige Gewinner sein. Wartet's nur ab. Ja, gut. Mich auf der Anhöhe über den 2 Palmen. Ah, gucken wir uns das an? Oh, nein. Komm, wir gucken uns das an. Ja, mal gucken. Beim ersten Mal habe ich das gemacht, da habe ich mich eingemischt. Aha. Aber jetzt nicht. Mann, die hauen sich aufs Maul, ey. Das sollte einfach mal angucken. Ja, wenn ich schon überziehe, dann überziehen wir richtig. Aber da nimmt keiner Schaden. Naja, ein bisschen. Ah, komm. Ja. Schleunigen wir das mal, sonst würde ich hier noch 10 Minuten sitzen. So, jetzt sammeln wir das noch alles zusammen. Ah, er kommt schon. Okay, dann sammle ich doch erst. Nee, wenn, dann sammle ich jetzt erst alles zusammen und dann quatschen wir mit ihm. Ja. Erzmalmer, wow. So, komm her. Alle haben verloren. Nur wir haben dank meines Genies gesiegt. Und dank eurer harten Arbeit. Ihr habt eure Belohnung verdient.
Nehmt dies, was mich angeht. Ich habe mir eine Reise nach Ardessa verdient und mit Sicherheit den Rang eines Centurio. Naja, gut, aber erzähl mal, ne, wissen wir ja jetzt alles. Na gut, dann hau ab. Ja, aber jetzt, ne, werden wir mal Feierabend machen. Bis zur nächsten Folge.